Wenn ein Burger so aussieht, ist er meistens mies teuer, aber man kann es einfach nachmachen. Für die Soße vermischen wir Mayo und Ketchup, dann noch ein paar Zwiebeln, Salatgurken und Salatgurkenwasser. Damit das ein Smashed Burger wird, müssen wir das Fleisch erstmal mit einem Pfannenwender platt drücken, so platt wie können, ohne dass es kaputt geht. Jetzt salzen wir das noch und ganz wichtig, nach dem Wenden direkt Käse rauf und meistens mache ich dann den Herd aus, damit das Fleisch von unten nicht verbrennt. Das Brot war auch in der Pfanne, jetzt kommt die Soße von eben drauf, das Fleisch und dann nochmal Soße, Tomate, Salat und der Deckel ist es. Zu wild.